Du fandest sie her, weil du zu denen gehörst, die in einer mit Blindheit gestraften Welt sehen können. Du bist der Held, die Heldin, auf den die gesamte Menschheit wartet. Du bist die Liebe, die wieder Ordnung in das von dem Schatten geschaffene Chaos bringt. Du bist der Retter, die Retterin, die sich gemeinsam mit den anderen Menschen auf dem mehr als nur hoffnungslosen Weg gemacht haben, der zugrunde gehenden Welt wieder Hoffnung zu schenken, die Welt zu einem besseren und optimaleren, friedvolleren und liebevolleren Ort zu transformieren, mit deiner Kreativität neu zu gestalten, sie neu zu erschaffen. Es ist die größte Herausforderung, der du dich nur stellen kannst. Du bist hier, um den Wandel zu bewegen. Du bist hier, um allen Lebewesen auf diesem Planeten die Liebe zu schenken. Du tust es bedingungslos, denn ein Held, eine Heldin, erwartet keine Blumen, keinen Dank. Du tust es selbstlos, selbst dann, wenn das letzte Licht auf der Welt erloschen ist. Selbst wenn du wüsstest, dass morgen die Welt untergeht, so würdest du heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Danke, dass du an diesem schier unerreichbaren Ziel teilnimmst. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite existieren zu dürfen. Um dir Inspiration zu schenken, was es denn für Möglichkeiten gäbe, unserem Ziel ein Stückchen näher zu kommen, habe ich diesen Beitrag hier produziert. Dieser Beitrag ist eine Anlehnung an den Beitrag von Reconquista Germania mit dem Titel »Was du für die Souveränität tun kannst«. Ich empfehle zur weiteren Inspiration auch seinen Beitrag einmal oder besser mehrmals anzusehen. Nikolai leistet hervorragende, herausragende Arbeit. Er ist für mich einer meiner Inspirationsquellen. Wir fangen nun dort an, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Das Internet als Instrument der Veränderung begreifen. Vor nichts mehr fürchtet sich die Machtelite als vor mündige, aufgeklärte, bewusste und mental starke Menschen, die ihr Spiel durchschaut haben. Sich selbst zu informieren steht an erster Stelle, an vorderster Front. Es ist ein schier unendlich großes Fass ohne Boden, doch führt kein Weg daran vorbei, sich eben über allerlei Dinge zu informieren. Um kurz von mir selbst zu sprechen, seit 2012 tue ich fast nichts anderes, als mich selbst weiterzubilden, weiterzuentwickeln, wissend, niemals genug wissen zu können, niemals den Punkt zu erreichen, an dem ich sagen kann, so, ich weiß jetzt genug über die Welt, über die Hintergründe, über den Schatten. Es wird niemals genug sein, es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Diejenigen, mit denen wir es zu tun haben, sind uns intellektuell bei weitem überlegen. Sie sind schneller, haben ein Jahrzehnte größeren Vorsprung, haben mehr Ressourcen zur Hand und kontrollieren wichtige Stellschrauben des Systems, besitzen, verwalten und bezahlen das Gewaltmonopol, haben Söldnertruppen zur Stelle, wenn sie mal gebraucht werden. Ich durfte es am eigenen Leibe erfahren, denn war die Montagsdemo in meiner Stadt belagert von diesen umgedrehten Menschen, diffamierten interessierte Passanten, die sich zu uns gestellt haben, schreckten Interessierte auch ab, grölten herum, als stünde der Teufel höchstpersönlich auf dem Podium, Feinde der Meinungsfreiheit, Faschisten, Faschisten, die sich eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, gegen Faschismus zu sein, doch wurden sie zu dem, die sie eigentlich bekämpfen wollten. Es ist wahrlich nicht einfach, es ist wie in der Matrix, jeder könnte dein Feind sein und in diesen immer zunehmend unsicheren Zeiten sollten wir auf der Hut bleiben, nicht selbst in das Fadenkreuz zu geraten, aber sich damit auseinanderzusetzen kann auch nicht schaden. Gedankenspiele. Ich habe mich über viele problemrelevanten Themen informiert, aus Büchern, größtenteils aus dem Internet, erkenne die unzähligen Probleme, suche nach den Ursachen, nach den Wurzeln, den Auslösern der Probleme. Sie sind nicht immer kausaler Natur, doch wird oft das grundlegende Übel gefunden, wenn auch etwas Zeit vergehen mag. Suche nach der Wahrheit und versuche ein Teil der Lösung zu sein, bewirke etwas, was der Problem-Ursachenlösung dienlich hilfreich ist. Versuche dich damit zu beschäftigen, versuche eigene Lösungen zu erarbeiten. Schau dir Lösungen von anderen Aktivisten an. Es gibt keinen goldenen Weg, beanspruche auch nicht einen Weg für dich selbst. Teile ihn, missioniere nicht und bleibe friedlich in der Kommunikation. Helft einander, bleib fair, offen und nett. Beschuldige andere nicht, Idioten zu sein. Nach Möglichkeit lade scheinbar unwissende Menschen ein, über problemrelevante Themen zu sprechen, mal darüber nachzudenken, ohne den Gegenüber in eine Schublade packen zu wollen.
Das mit größte Instrument der Machtelite, um uns unter Kontrolle zu halten, ist das Konzept von Teile und Herrsche. Unterliegen wir diesem Konzept, ein Beitrag dazu wird folgen, dann arbeiten wir genau in die entgegengesetzte Richtung, stoppen den Wandel, stoppen die Liebe, stoppen die Transformation der Menschheit sowie die Transformation von Terra Erde zu einem nachhaltigeren, also natur- und lebensfreundlicheren System. Ja, es kann frustrierend sein, nicht gehört, nicht verstanden, verbal angegriffen zu werden. Doch gestehen wir uns eines ein, die Menschheit ist tiefenindoktriniert, ein anderer Begriff für Gehirn gewaschen, manipuliert. Die Natur des Menschen wurde ausgehebelt, Ideologien haben den Geist des Menschen verseucht und vernebelt. Wir befinden uns in einem Informationskrieg und dieser Krieg zieht auch Opfer mit sich. Die Opfer können auch wie in der Matrix zum Angreifer werden. Dieser Hirnwäsche unterliege ich selbstverständlich auch und versuche mich immer weiter davon zu lösen. Ich bin kein Heiliger und möchte auch nicht so gesehen werden. Das Perfide an der Manipulation ist, dass du dir dessen nicht bewusst bist. Worüber einer nicht bewusst ist, dabei können andere Menschen helfen, das Licht auf das Unbewusste scheinen zu lassen, um die Dunkelheit schwinden zu lassen, um in das Licht der Erkenntnis zu gelangen. Gewiss habe ich auch noch einiges zu lernen. Ihr dürft mich jederzeit auf Dinge hinweisen, die ihr anders seht, anders versteht, anders betrachtet. Ihr dürft mich einladen zu neuen Erkenntnissen, die ich bisher noch nicht entdeckt habe. Klar wäre es wieder ein Schubladendenken, ein Aspekt des Teil- und Herrscherspiels, die Menschen in Opfer und Täter zu spalten. Worauf ich hinaus wollte ist, dass wir uns nicht mehr länger gegenseitig ins Bein schießen sollten. Einige benutzen den Begriff Schlafschafe. Ich bezeichne mich selbst nicht als aufgewacht und die anderen als Schlafschafe. Ich glaube, dass jeder das Potenzial besitzt, zu mehr Bewusstsein zu gelangen, auf seine eigene Art und Weise. Bewusstsein im Sinne, sich darüber bewusst zu sein, was hier auf Erden geschieht. Bewusst über die Fehler zu werden, die ich selbst begehe und begangen habe. Wenn wir jedoch andere Menschen mit Kampfbegriffen konfrontieren, so entsteht eine Abwehrhaltung und das Tor zum offenen Geiste schließt sich und so ist jegliche Kommunikation gestört und das bringt uns bei allem guten Glauben nicht weiter. Auch hier die Devise: einladen, ermutigen, inspirieren, nicht einschüchtern, runtermachen und vergraulen. Worte sind auch ein Instrument, wählt bedacht eure Kommunikationsmethode aus. Wenn ein Mensch nicht bereit scheint, sich den Schatten auf Erden anzusehen, dann zwingt ihn auch nicht. Greift nicht zur verbalen Gewalt. Oktroyiert einem Menschen nicht eure eigene wahrgenommene Wahrheit auf. Versucht für den anderen Menschen angenehmere, passendere, liebevollere Wege zu finden, das Wissen weiterzutragen. Nach Möglichkeit hört dem anderen Menschen zunächst einmal zu. Lauscht seine Gedanken über die Welt und deren Probleme und seid ein Freund, eine Freundin. Und gebt mit Bedacht Hinweise, sei auch hier kreativ. Mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, das kostet Kraft und Zeit. Gewiss ist auch, dass es sicher auch Menschen geben wird, die niemals zur Einsicht gelangen werden. Es wird die Immergestrigen geben, daher versuche auch nicht jeden Einzelnen von deiner Wahrnehmung zu überzeugen, schon gar nicht mit Herabwertung, Diffamierung, mit Schreien oder Gewalt. Einige brauchen eventuell länger als andere, lasse dir nicht deine Energie entziehen, arbeite effizient dort, wo du am meisten bewirken kannst. Auch gibt es Menschen, die anderen Menschen feindlich gesinnt sind. Die Systempresse ist reichlich durchsetzt von Parasiten, die scheinbar in der Klaue des Mammons gefangen sind und gegen die Menschheit arbeiten, bewusst oder unbewusst. Je höher wir in die Machtpyramide blicken, desto klebriger und scheußlicher wird das, was wir erblicken. Bis hin zum dunklen Schleier, der dunklen Wolke, die sich an der Spitze der Pyramide befindet, auf die wir nur sehr selten blicken können, was aber kein Bedauern darstellt, denn die Spitze kann nur deswegen existieren, weil wir hier unten diese Spitze stützen. Tun wir etwas anderes, bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus, wo wir die unterste Karte herausgebrochen haben. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denken kann ein schwieriger Sport sein. Denk für dich selbst darüber nach, was verbessert werden kann. Wo scheinen die Probleme zu liegen? Arbeite an dir selbst in stetiger Selbstreflexion. Gebe anderen Hoffnung, Liebe, Mut und die Kraft, den Wandel weiter fortschreiten zu lassen.
Über ein Thema, über das jeder gleich jetzt zur Veränderung schreiten kann, ist das eigene Konsumverhalten. Darüber habe ich bereits einen Beitrag erstellt. Dieser ist nicht vollständig. Es gäbe zu diesem Themenkomplex noch um ein Vielfaches mehr zu sagen. Als Beispiel habe ich das Bienensterben außer Acht gelassen. Aber lass dir das alles nicht nur von mir sagen. Mache dich selbst auf die erfüllende Suche. Das Internet ist ein wunderbares Instrument für diese Suche. Benutze YouTube als ein Sammelsurium von verschiedenen Informationen zur Informationsgewinnung, zur Weiterbildung und Entwicklung deines Geistes. In meiner Videoliste mit gelikten Videos befinden sich über 2000 Videos, die ich für mich selbst als Quelle von Informationen, Wissen und Weisheit ausgemacht habe. Findet Kanäle, Blogs, Webseiten, Facebook-Gruppen und Seiten und alles, was noch in Frage kommt, denen ihr folgt. Wichtig ist, ein breites Spektrum zu besitzen, denn wie wir wissen, besitzen wir alle nur ein perspektivisches Sehen, perspektivisches Erkennen. Nur gemeinschaftlich können wir Größeres erreichen und Größeres erkennen, die Ganzheitlichkeit ansatzweise verstehen. Sich beispielsweise nur über KenFM zu informieren, mag zwar für den Anfang ein guter Schritt sein, doch ist für mich auch immer wichtig, viele Seiten zu Wort kommen zu lassen. Auch Kritik als Beispiel zu den einzelnen Beiträgen auf KenFM. Ich habe zahlreiche YouTube-Kanäle abonniert, die ich regelmäßig besuche. Ich beobachte seit Jahren die gesamte Szene der, ja, es gäbe viele Namen zu nennen, egal wie du das alles benennen magst, Friedensbewegung, Wahrheitsbewegung, Souveränitätsbewegung, Freiheitskämpfer, die Infokrieger, der Widerstand, die Lichtarbeiter. Damit ist immer das eine und dasselbe gemeint. Suche dir das aus, was dir gefällt, oder lass ein Label des Ganzen ganz sein. Ich habe auch die Erfahrung machen dürfen, dass es nicht immer effizient ist, sich auf ein Thema zu versteifen. Oftmals sind es aufgestellte Sackgassen, in denen wir unsere Zeit eher nicht verschwenden, aber ich kenne einige, die sich oft in Details verlieren und das große Ganze aus dem Blick verlieren. Du wirst sicher auch schon auf Themen gestoßen sein, wo man im ersten Moment denken würde, sag mal, haben die Menschen noch alle Tassen im Schrank? Ich frage mich immer eine Frage, ist das, womit ich mich beschäftige und wofür ich mich einsetze, wichtig? Bringt es im Großen und Ganzen die Bewegung, den Wandel weiter? Was wäre, wenn das, wofür ich mich einsetze, von heute auf morgen bereits in den Köpfen aller Menschen, würde sich dann etwas Positives verändern? Schritt 1. Erschaffe dir eine Bibliothek für die Informationsgewinnung. Wie eben erwähnt, das Internet bietet zahllose Plattformen. Suche dir jene, die dich begeistern. Stöbere durch YouTube, beschäftige dich mit anderen Aktivisten, speichere dir diese Quellen gut ab. Ein Rat von mir wäre auch, dokumentiere das, was du tust. Kategorisiere deine Themenbereiche, mit denen du dich beschäftigst. Speichere wichtige Beiträge ab, falls du noch einmal etwas nachlesen möchtest, um vielleicht andere damit zu inspirieren. Habe vor allem Spaß dabei, auch wenn der Schatten trostlos, traurig und kalt erscheint. Versuche eine gewisse Freude daran zu empfinden, eine Freude an deiner geistigen Weiterentwicklung, eine Freude an der Suche nach der Wahrheit, die Wahrheit 10, die wirklichen Hintergründe der Wirklichkeit, wissend, niemals die absolute Wirklichkeit verinnerlichen zu können. Schritt 2. Suche dir deine liebsten Mitstreiter. Alleine, so wandelte ich eine lange Zeit durchs Netz, kann auf Dauer auch sehr niederschlagend sein. Ich hatte zudem gesagt auch das Glück, eine Handvoll Menschen zu haben, mit denen ich mich austauschen konnte. Einige Bekanntschaften aus alten Zeiten über das Internet. Kommunikationsmethoden wie Skype und ähnliches sind sehr hilfreich, auch auf die Gefahr hin, überwacht zu werden. Alleine den Weg zu beschreiten kann sehr anstrengend sein. Du hast sicher ein oder zwei Menschen im Sinn, die ähnliche Gedanken über die Welt haben wie du selbst. Suche diese auf und spreche mit ihnen über deine, eure Gedanken. Ermutigt sie, sich mit euch gemeinsam auf den Weg des Wandels zu begeben, aktiv zu werden, die Lethargie hinter sich zu lassen, um die Welt zu retten, um Helden zu werden. Gemeinsam sind wir stark. Auch wenn ihr nur zu zweit seid, wisst, dass unsere Bewegung schon viele, viele Menschen zählt. Auch wenn ihr keinen direkten Kontakt zu diesen Menschen habt, behaltet immer im Hinterkopf, es gibt eine Dunkelziffer von Menschen, denen es ähnlich ergeht wie euch selbst. Und hier reden wir von vielen hunderttausenden Menschen. Schritt 3. Aufklärung.
Hier gäbe es etliche Methoden aufzuzeigen. Recon hat dies bereits wundervoll auf den Punkt gebracht, was es denn für Möglichkeiten gäbe, Informationen, Wissen und Weisheiten an andere Menschen weiterzutragen. Wie ein Lauffeuer kann sich das Wissen mit deiner Hilfe verbreiten. Du kennst dich selbst am besten. Suche dir deine Aufgaben, die du dir selbst gestellt hast. Keiner muss dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Erkenne deine Talente, Neigungen und Interessen. Schau, wie du dem Wandel dienlich sein kannst. Vielleicht zunächst im kleinen Rahmen deiner unmittelbaren Umgebung. Du kannst in deiner Familie darüber sprechen, mit deinen Freunden, mit jedem, mit denen du Kontakt hast. Sei ein gutes Vorbild, sei präsent, positioniere dich, um den Schatten der Welt das Licht zu bringen. Erhebe dein Haupt, um die Machtpyramide zum Einsturz zu bringen, denn die Macht sitzt auf deinem gebeugten Haupt. Einer meiner gewählten Wege ist dieser, dem du gerade lauscht. Ich habe einige Jahre Erfahrung mit YouTube und der Produktion von Videoinhalten machen dürfen. So lag es nahe, dies auch im Sinne der Aufklärung weiter zu betreiben. Es scheint, als hätte ich ein gewisses Händchen dafür. Ich bin aber sehr bescheiden, was diese Thematik angeht. Der Resonanz zufolge bin ich wohl auf einem guten Wege, weiß mich stetig zu verbessern und achte sehr genau auf das, was von den Menschen und speziell von dir zurückkommt. Wenn du im größeren Rahmen auch Aufklärung betreiben möchtest, gehe zunächst einmal davon aus, dass du auch umfangreich informiert bist, damit keine Unwahrheiten in die Welt hinaus transportiert werden, was wohl möglich dem Wandel schaden könnte. Zum Thema Aufklärung hat Recon schon alles Wichtige gesagt, alles Wichtige präsentiert. Ich denke, ich muss diese Stelle nicht weiter ausführen. Wenn du Größeres für dich im Sinn hast, bist du dazu eingeladen, seinen Beitrag anzusehen. Schritt 4. Einen langen Atem entwickeln. Geduld ist eine Eigenschaft, die man lernen kann. Geduld, Kondition, Ausdauer, Gelassenheit, alles wichtige Aspekte auf dem Weg des Wandels. Es wird wahrlich nicht von heute auf morgen passieren, funktionieren. Sei nicht sofort am Boden zerstört, wenn du mal einen Menschen nicht direkt von irgendetwas überzeugen kannst. Sei auch nicht traurig deswegen. Gib die Hoffnung niemals auf, selbst dann, wenn jede Hoffnung verloren scheint. Suche dir Mittel der Motivationsgewinnung, vielleicht Musik, welche dich aufbaut. Den Aspekt der Motivationsgewinnung möchte ich auch stets in meinen Beiträgen transportieren. Power dich nicht 24/7 aus, habe ein Gleichgewicht zwischen Arbeit für den Wandel, aber auch der Auszeit für die Energiegewinnung. Motiviere und inspiriere auch andere Menschen. Hilf ihnen, wenn sie Hilfe benötigen. Sei ein guter Freund, eine gute Freundin. Jeder von uns hat ein Kreuz zu tragen. Andere Menschen glücklich zu machen, ohne einen Eigennutz davon zu erwarten, ist enorm erfüllend. Es macht sehr glücklich und es gibt Kraft, auf dem Weg des Wandels gemeinsam weiter voranzukommen. Verschwende keine Zeit, indem du dich oder die Welt und die Menschen bedauerst. Akzeptiere das, was ist, um das zu verändern, was du verändern möchtest. Lasse dich nicht aufhalten. Suche keine Ausreden. Schaffe das, was du schaffen möchtest. Übernehme Verantwortung für dein Tun und Handeln und überlasse deine Verantwortung nicht anderen. Denn nur du selbst kannst Verantwortung für dich, dein Leben und den Planeten übernehmen. Die Verantwortung ist deine wesentliche Antwort auf deinen Sinn in dieser Existenz. Lasse Veränderungen in deinem Geiste zu, auch wenn es sehr schmerzliche Wahrheiten da draußen gibt. Verschließe dich nicht jenen Informationen, die dich zunächst zurückschrecken lassen. Es gibt unglaubliche Dinge auf diesem Planeten, die geschehen, aber auch viel Unsinn und Unwahrheiten. Verliere dich nicht in Stagnation, Lethargie. Sehe negative Erfahrungen nicht als Zeichen deines Misserfolges, sondern als Zeichen deiner Herausforderung an, an der du wachsen wirst. Empöre dich nicht zu viel über Dinge, die du nicht ändern kannst. Arbeite lieber an dem, was du ändern wirst. Langfristig eben auch an jenen Dingen, die möglicherweise mit viel Ausdauer bewältigt werden können. Doch gute Dinge brauchen Weile, so auch der Wandel. Komme bei anderen Menschen nicht mit absoluten Lösungen an, die in weiter Ferne stehen, sondern teile die Lösung in viele kleine machbare Schritte auf. Habe keine Angst vor dem, was vor dir liegt. Auch wenn Risiken eingegangen werden, ist der Effekt, wenn ein Risiko mal große Früchte trägt, umso prägender für dich und deinen Geist. Erkenne Fehler, die du begangen hast und korrigiere sie beim nächsten Mal. Lobe dich auch für kleine Dinge. Halte dich in der Liebe und Motivation. Gebe nicht auf, auch wenn du gerade in schrecklichen Situationen verfangen bist. Am Ende jeden Tunnels wartet das Licht auf dich. Wie zu Anfang gesagt,
Erwarte nicht, dass du mit deinen Taten eine Parade verdient hättest. Wir haben nur unsere Gemeinschaft. Nur wir können uns gegenseitig Bestätigung und Mut zusprechen. Erwarte eben auch keine Wunder. Einen langen Atem ist so gemeint als einen sehr, sehr langen Atem. Wir sprechen hier eventuell von einem ganzen Leben lang. Ich habe mich entschieden und möchte mein Leben lang nichts anderes mehr tun, als ein Segen für die Welt zu sein. Ob ich einer bin? Darauf habe ich keine Antwort. Schritt 5. Unterstützung. Im Schritt 1 haben wir eine Bibliothek für die Informationsgewinnung geschaffen. Vor allem auf YouTube kannst du dich ohne viel Kraft aufzuwenden engagieren. Schreibe konstruktive, motivierende und inspirierende Kommentare. Helfe andere Menschen bei Fragen im Kommentarbereich. Stehe für andere ein. Sei für andere da, wenn sonst niemand für diese Menschen da ist. Like die Beiträge, die du magst, bis ins Unendliche. Die Like-Zahl des Beitrages kann einiges beim außenstehenden Beobachter bewirken. Es macht einen Unterschied, ob auf dem Beitrag 10 Likes versammelt sind oder 1000, und liken tut nicht weh. Teilt die Beiträge, die ihr gut findet. Es muss nicht direkt deine eigene private Facebook-Seite sein. Ich habe auch eine Facebook-Seite übernommen von einem Menschen, den ich zufälligerweise im Leben da draußen getroffen habe. Dort habe ich 1-2000 Menschen, die mir folgen, und ich mache da auch nichts anderes als Beiträge zu posten, die ich gut und hilfreich finde. Die Zahl der Follower steigt langsam, aber immer schneller. Lass dir etwas einfallen, wie du unterstützerisch tätig sein kannst. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlichst bedanken bei meinen Unterstützern. Ihr seid mir eine große, große Hilfe. So liebevoll, wie ihr mich behandelt, ist es ein Traum, der wahr geworden ist. Auch die Spenden, die ich erhalten habe. Ich bin so enorm gerührt, das glaubt ihr gar nicht. Ich erwarte nichts von euch und würde selbst meine Arbeit fortsetzen, wenn ich am Horizont einen Atompilz erblicken würde. Schritt 6. Sei der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt. Zu guter Letzt, rede nicht nur davon, was alles besser sein müsste, sollte, hätte, sondern lebe deine angestrebte Veränderung. Ich wandle stets mit einem Lächeln durch die Welt. Ich lächle andere Menschen immer an, wenn ich mit ihnen Kontakt habe. Selbst solche kleinen Dinge, die keine Kraft kosten, können Großes bewirken. Versucht einfach immer über alles nachzudenken. Was kann man tun? Was kann ich selbst an mir verbessern? Wo gibt es Konflikte, die ich auflösen, ins Reine bringen kann? Lebe in Liebe, in bedingungsloser Liebe. Habe keine Erwartungen, schaffe Tatsachen, erschaffe mit deinem schöpferischen Potenzial das, was bisher nur im Traume möglich war. Und wisse, das ist kein Spiel, auch wenn es sich danach anhört. Seid ihr bewusst, worüber wir hier überhaupt reden? Das ist bitterer Ernst, der hier auf Erden passiert, und wir stecken mittendrin. Ich habe oft das Gefühl, dass die Ernsthaftigkeit bei einigen abhanden gekommen ist. Es wird kein Retter kommen, der deine Arbeit erledigen wird. Es wird kein anderer für dich erledigen. Du darfst dich nicht zurücklehnen, um die anderen machen zu lassen. Jeder Mensch zählt, so auch du. Ausreden sollten passé gehören. Lehne dich nur zurück, wenn du nach getaner Arbeit auf die Früchte deiner Taten blickst. Erhole dich und wandle stetig kontinuierlich weiter. Wenn wir uns zurücklehnen und hoffen, dass schon alles gut wird, auch ohne unser eigenes Zutun, ja, dann verspreche ich dir, wir werden in den Abgrund gezogen. Dann, wenn wir in diesen Abgrund fallen, ja, dann kommt spätestens die Einsicht, dass wir uns doch besser mehr engagiert, mehr mit dem Wandel beschäftigt hätten sollten. Es ist die größte Herausforderung, der sich die Menschheit bisher stellen musste. Es führt kein Weg daran vorbei. Weiter wie bisher ist keine Option. Die Welt braucht keinen Menschen mehr, der sagt, wo es lang geht. Keine tyrannische, pyramidale Struktur, die den Geist des Individuums klein hält. Die Welt braucht dich. Dich, der du erkennst, dass es allein auf dich ankommt. Sei im Glauben, dass die Rettung der Menschheit allein von dir abhängt. Lebe im ständigen Glauben, dass allein du das Zeug dazu hast, die Menschheit zu einer besseren Gesellschaft zu transformieren. Du bist der Held, du bist die Heldin, du bist der Mensch, auf den es ankommt, auf den alle anderen Menschen warten. Warten gehört der Vergangenheit an. Ab sofort werden wir machen. Du bist das Licht, das die Welt erblickt hat. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn du aufhörst zu kriechen. Du besitzt das Potenzial, die Kraft, die Liebe, Unvorstellbares zu leisten. Ich glaube an dich, glaube auch selbst an dich
Du kannst alles schaffen, was du dir vorstellst. Lass dich nicht aufhalten. Lass dir von anderen nicht einreden, dass du schwach wirst, dass alles verloren scheint. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich von der Destruktivität der anderen nicht beeinflussen. Du bist derjenige, du bist diejenige, auf die es jetzt ankommt.